verstehst du das noch, was da passiert? Also Syrien ist meiner Ansicht nach ein besonders skandalöser Fall. Denn es hat natürlich in Syrien auch einen Anfang des Frühlings gegeben, in Derra, wohl weiß ich, an der jordanischen Grenze. Inzwischen hatten die verschiedenen Dienste aus verschiedenen Ländern, also ich will es nicht mehr zitieren, dort eine Armee aufgestellt, die syrische Freie Armee. Die hatten Leute abgeworben und haben auch Leute hinüberbekommen. Und das waren im Grunde ganz anständige Leute. Das waren also, die jetzt bereit waren, dem Assad-Regime zu dienen und den Alawiten auch so unterworfen zu sein als Sunniten, was eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Und dann aber ist dieser Aufstand, inzwischen war das sunnitische Bürgertum inzwischen desillusioniert mit dem Blick auf Libyen, Ägypten und so weiter. Und die Revolution hätte in Syrien nie stattgefunden, wenn nicht eine auswärtige Intervention sowohl von Jordanien aus, das war die Amerikaner gewesen, von Saudi-Arabien aus, die macht es teilweise über den Irak, von den Emiraten, Katar und die Türkei. Die Türkei, die ihre Grenze geöffnet hat für Waffentransporte, die aus Katar und aus den Emiraten oder aus Saudi-Arabien gestiftet wurden. Und vor allem auch die den Freiwilligen, die dann die Dschihadisten, die aus dem Kaukasus, aus Afghanistan, aus der ganzen Welt zusammenströmen, die Tore geöffnet haben. Und dann auf einmal stellt man mit Entsetzen fest, dass das Leute sind, ob es nun die Jabhat al-Nusra ist, oder die dauerte Irak war Schah, die sich offen zu Al-Qaida bekennen. Und das ist eben Al-Qaida, die unter uns gesagt, eine Schöpfung der Amerikaner, ist im Kampf gegen den Kommunismus damals in Afghanistan, Osama war am Anfang ein Rekrutierungsagent der CIA für den Krieg in Afghanistan, was man ihm auch gar nicht vervögeln kann. Er hat dann die Weste erst gewendet, als amerikanische Truppen auf saudischem Boden stationiert waren. Und insofern ist Syrien jetzt in einer heillosen Situation und ich glaube, selbst die Israelis sind inzwischen zum Standpunkt gekommen, dass das Assad-Regime, mit dem sie seit dem nie einen Schuss gehört haben. Da waren schon ein paar Österreicher, waren da eine Kolonne. Und das Assad-Regime, das kleinere Übel gewesen ist. Wird Assad überleben? Wird Assad überleben? Also im Augenblick Im Moment sieht es aus, zumal die Russen jetzt keinen Grund mehr haben, mit ihren Lieferungen sich zurückzufahren. Und die Iraner sehr geschickt aktiv. Schicken keine Pasta ran. Also wenn er wegen der persischen Sprache, die können es Iraker schicken, durch Iraker schicken. Es könnte also der Zustand eintreten, dass zum ersten Mal eine Revolte in der arabischen Welt wirklich niedergeschlagen wird. Das wäre ja ein Novum. Ein Novum in dem Sinne, dass ein Militärdiktator, das ist der Assad ja nie gewesen, plötzlich. Der Vater war es. Der Vater war es. Und dass dieser Typ plötzlich sozusagen in eine Rolle schlüpft, der er eigentlich gar nicht gewachsen war. Ja. Und dass er plötzlich als Sieger, ein strahlender Sieger war. Ja, strahlend weiß ich nicht. Aber er ist natürlich auch angewiesen auf die Hezbollah, das Libanon, die eine mächtige Organisation ist und die einer anderen sich auch furchtbar verleumdet hat. Dass die Hezbollah heute, die war mal Verbrecher schon mal klar, bei den Geiselnahmen ja, im Libanon. Doch. Da haben alle davor gezittert. Ja, aber inzwischen ist es eine strikt organisierte Organisation mit sozialen Ansprüchen, die nach der Bombardierung, nach dem Krieg gegen Israel, die haben ja einen Krieg gegen Israel bestanden. Das, nicht verloren. Nicht verloren, das ja. Heißt auf Arabisch gewonnen. Ja, also 2006. Und diese Hezbollah ist natürlich für Israel wird als die größte Bedrohung betrachtet. Wobei man völlig vergisst, man muss eben mal zu Hezbollah hingehen, mit den Leuten reden. Der Hass auf die Sunniten dort ist viel stärker als der Hass auf die Juden in Israel und vor allem auf die Christen. Und die zerstörten Orte, die dann von Israelis total zerstört wurden im Südlibanon, sind wieder aufgebaut worden mit iranischer Hilfe. Und sie wurden wieder aufgebaut, die christlichen Kirchen. Und dort unten stehen die Marienstatuen. In welchem anderen arabischen Land gibt es das? Ja, also Libanon ist ja das einzige arabische Land mit einem christlichen Präsidenten.
Noch soll man nicht vergessen, noch.